Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute das letzte Video von dem Wichtelgeschenk mitgebracht. Und zwar ist das heute das Flip-Through. Yay! Ich schaue mir mal eben an, ob ihr den richtigen Bildausschnitt habt. Ja, also ihr könnt auf jeden Fall schauen. Hier ist das Schätzchen. Es hat voll Spaß gemacht, das zu machen. Es kam so eine Idee nach der anderen. Ich muss jetzt mal aufstehen, dann kann ich euch das besser zeigen. Und zwar habe ich hier, gucken wir uns das Cover mal näher an. Ich habe jetzt hier einfach nur so einen Platzhalter reingeschoben, damit diejenige, die es bekommt, sich dort hier was Eigenes reinmachen kann in das Label. Ich habe ein echtes altes Foto genommen, ein echtes altes Hochzeitsfoto, was ich in einer Scheune von einem Freund gefunden habe. Habe mir so ein bisschen hier Netz und Holz ausgestanzt und gemacht und getan. Ja, und ich habe ein altes Goethe-Buch ausgeschlachtet. Wie man sieht, hier altdeutsche Schrift, bisschen Filigree drumherum, hinten auch. Ich habe das Ganze geschlossen mit einem Stoffstück, was ich hier mit Eyelets festgemacht habe und hier diesen Bügelverschluss. Jetzt machen wir den Spaß mal auf. So, Verschluss geht schon mal auf. Jetzt lege ich es aber ab, damit ich hier nichts durch die Gegend schmeiße. Ich hoffe, dass ihr es trotzdem noch gut sehen könnt. Ich schaue mal, vielleicht kann ich es auch ein bisschen größer machen. Ah, es war zu groß. Ein bisschen, ein Mühe. Na. So lässt sich es wahrscheinlich einrichten. Ne? So könnt ihr gut gucken. Jetzt schlage ich das mal auf und setze mich dazu hin, dass ich euch mal zeigen kann, ganz grob, was drin ist. Nur ganz grob, weil im Endeffekt ist das ja für diejenigen, die es bekommt. So, ich habe hier ein ganzes bisschen dekoriert. Ich habe Vintage-Spielkarten, also die waren schon olle und dann habe ich sie auch noch einen Kaffee getränkt, ein paar gemacht. Das ist einfach zum Weiterbasteln. Also alles, was man hier drin findet, ist einfach eine Anregung zum Weiterbasteln und zum Spaß haben. Ich habe hier noch ein bisschen was von dem Goethe-Papier drin. Hier habe ich wieder ein echtes altes Foto und zwar wirklich ja, aus Bad Salzbrunn. Die waren damals noch so auf diese Pappen geklebt. Total klasse. Auch aus der Scheune gezogen. Glücklicherweise riechen die Fotos nicht so, wie diese Scheune gerochen hat. Und hier noch so ein bisschen was Ausgestanztes. Hier habe ich geprägtes Papier reingesteckt. Hier noch was von dem Holz, was ich draußen für den Rahmen genommen habe. Also Papier natürlich, also Craft Paper. Und hier sind noch die kleinen Teile von dem Holz drin. In der Mitte habe ich hier zusammengerollt ein handgeschöpftes Papier mit so einem Om-Zeichen. Das passt hier hinter dieses Netz. Hier ist ein bisschen Spark, aber es hat funktioniert. Und auf dieser Seite hier habe ich kleine Kästchen eingefügt. So. In der Mitte finden wir ganz viele größere Stanzteile. Also ganz viele, die ist jetzt nicht rappelvoll. Da ist auch zum selber noch was mit reintun und reinpacken. Und hier oben, in der oberen von den Kisten, habe ich ein paar Stamperia Die Cuts eingepackt. Das sind alles so Anregungen, ne? Also es ist nichts, womit man jetzt ein komplettes Journal irgendwie füllen kann. Aber es sind einfach Ideen und Anregungen zum Weiterbasteln. Vielleicht will ich auch was ganz anderes mit dem Buch hier machen. Wer weiß, vielleicht reißt ja auch die Kisten raus, weil sie blöd findet. Das ist immer die Sache, wenn man jemanden beschenkt, den man noch nicht kennt. Vielleicht kommt es an, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, ich werde es erfahren. So, jetzt haben wir hier oben noch einen ganzen Sack voll kleine Die-Cuts. Selbst ausgestanzt. Ich habe hier Diverses genommen. Also ich habe hier Motivpapier genommen, ich habe hier Craftpaper genommen, ich habe Spielkarten genommen. Das ist einfach mal so eine richtige Sammlung. Und ich denke mal, wenn man Junk Journal macht, dann kann man sowas hoffentlich gebrauchen. Ja, das sind hier die 4x4 Kästchen. Die großen sind. Ah, das ist ein Spack, muss ich gleich nochmal nacharbeiten. Genau, hier habe ich auch nochmal was Schönes zum Basteln, aber was ganz anderes, und zwar Draht. Diverse Drahtsorten mit in diversen Farben. Kann man ja nicht unbedingt als Schmuckdraht benutzen, aber wirklich bei Junk Journal und Steampunk und Co. unerlässlich. Und hier habe ich nochmal eine Handvoll kleiner Die-Cuts eingepackt. Das sind eher so Label und Formen. Ja, und zu guter Letzt, ach, das habe ich vorhin gerade erst noch ein bisschen nachkorrigiert hier,
Und zu guter Letzt habe ich hier Siegel. Ganz viele Siegel. Also verschiedene Farben, verschiedene Siegelmotive. Ich hoffe auch, dass die jetzt ein schönes Zuhause finden und auch gebraucht werden. So, jetzt widme ich mich mal mit dem hier. Schwupps, wenn man richtig macht, dann geht's auch, ne? Ja, und hier werde ich noch einen kleinen persönlichen Brief mit dran klemmen. Deswegen habe ich diese kleine Klemme hier noch mit dran. Bulldog-Klemme. Und dann macht sich dieses Journal, nein, nicht dieses Journal, sondern dieses, ja, was ist denn das? Diese kleine Überraschung auf jeden Fall. Bastelüberraschung. Ein richtiges Lapbook ist es ja auch nicht. Wie nennen wir es denn? Wir nennen es Journal Craft Box. Journal Craft Elder Altered Book. Steht auf jeden Fall auch. Ja, jetzt seht ihr es nochmal von allen Seiten. Das werde ich richtig gut einpacken und richtig fest verpacken, dass hier mir die Kistchen nicht aufgehen auf dem Weg. Das wäre total schade, wenn sich jetzt hier das Ganze in einem Päckchen verpieselt. Das würde mich richtig ärgern. Ich glaube, die Luisa Heinzel hatte mal so einen Vorfall, dass ihr wirklich einen Journal, was jemand gekauft hat, richtig fies zerlegt wurde auf dem Postweg. Das möchte ich keinem wünschen. Ich würde mich sehr freuen, Rückmeldung zu bekommen von euch. Wie hat es euch gefallen? Würdet ihr euch über so ein Wichtelgeschenk freuen? Habt ihr andere Anregungen? Ja, ansonsten kann ich nur sagen, mir hat es Spaß gemacht. Mir hat es auch wieder Spaß gemacht, diese Videos zu drehen. Und ich freue mich, wenn ihr mal wieder bei mir vorbeischaut. Und sage erstmal bis demnächst in diesem Kino.